Hallo liebe Taktikfreunde, Thema in diesem Video soll das Stellungsspiel des Außenverteidigers sein. Ich unterscheide hier zwischen dem 1 gegen 1 frontal am Flügel mit kurzer Distanz zum Gegner, mit weiter Distanz und einmal, wenn der Gegner noch mit dem Rücken zu uns steht bei seiner Ballannahme. Wir sind die rote Mannschaft, wir agieren in einem 4-4-2 flach und der Gegner ebenfalls. Wir haben mal folgenden Spielausschnitt. Der gegnerische zentrale Mittelfeldspieler hat den Ball hier in der Zentrale. Wir haben uns schon ballorientiert verschoben. Der zentrale Mittelfeldspieler spielt den Pass nach außen auf seinen Außenstürmer. Sobald der Pass unterwegs ist, muss der Außenverteidiger aus dem Abwehrverbund herausrücken. Bevor der Gegner den Ball angenommen hat, abbremsen. Geduldig sein. Ungefähr eine Distanz von 2 Meter zum Gegner einhalten. Bei kurzer Distanz. Den Passweg nach innen zustellen, leichte schräge Körperstellung einnehmen und zurückweichen. In dem Augenblick zurückweichen, etwas fallen lassen, Distanz einhalten von ungefähr 2 Metern. Und auf die Situation warten, dass der Gegner den Durchbruch nach außen annimmt. Sobald er den Weg nach außen machen möchte, ist es meistens so, dass er dann für ein paar Sekunden oder in kurzen Augenblicken keinen guten Ballkontakt hat und da haben wir dann die Möglichkeit, den Ball abzulaufen, zu gewinnen oder vielleicht auch den Ball dann ins Aus zu spielen, wenn nötig. Gehen wir davon aus, dass wir eine weite Distanz haben. Das wird dann meistens der Fall sein, wenn wir ballorientiert verschoben haben, er eventuell den Ball hat, wir sind alle drüben. Gegner spielt den Ball ungefähr jetzt, Gegner spielt den Ball hier zurück zu ihm. Der macht einen scharfen Diagonalball nach außen. Haben wir wieder eine weitere Distanz zum Gegner. Da ist es ähnlich. Wir versuchen ihn wieder nach außen zu drängen, je nach Trainerphilosophie. Manche wollen natürlich auch nach innen drängen. Wir verschieben ballorientiert. Wir haben jetzt eine weitere Distanz. Wir versuchen jetzt diese Distanz von 5 bis 8 Metern erstmal einzuhalten. Wir kommen entgegen, sind da auch wieder geduldig, nehmen so ein bisschen das Tempo des Gegners auf, versuchen das Tempo und die Laufrichtung des Gegners aufzunehmen. Die Distanz einzuhalten, auch da wieder etwas zurückweichen, geduldig sein und dann auch mit der Zeit dann, wenn wir das Tempo von ihm aufgenommen haben und da auch wieder warten, den Weg nach innen zustellen und da ist es dann wieder ähnlich. Versucht ihr den Durchbruch nach außen zu machen, dass wir dann den Ball ablaufen. Haben wir die Situation, dass der Pass frontal von seinem Außenverteidiger gespielt wird, da wird es meistens sein, wenn der Ball hier ist, dass wir ja eigentlich schon alle ballorientiert verschoben haben. Der ballferne Außenverteidiger, wenn wir ganz außen sind, je nach Trainerphilosophie auch nochmal, aber ungefähr kann man sagen, Höhe des zweiten Pfostens, dass er so nach innen kommt. Wir werden hier auch nochmal alle schön verschieben. Und dann gehen wir davon aus, dass der Pass jetzt hier zu dem Siebener angespielt wird. Wir mit dem Rücken, oder der Gegner mit dem Rücken zu uns steht. Hier ist es jetzt wichtig, dass wir nichts überstürzen, jetzt nicht unbedingt versuchen, gleich hier raufzukommen und den Ball zu erobern. Da kann man ganz schnell mal einen Foul machen, wenn man mit dem Arm spielt oder vielleicht mit dem Fuß falsch trifft. Dass wir da einfach bei der Ballannahme, gibt es keine Gefahr, der Gegner ist mit dem Rücken zu uns, geduldig sein, ungefähr eine Armlänge entfernt sein vom Gegner, keinen Körperkontakt wirklich suchen und auf den Augenblick warten, wo er versucht, sich aufzudrehen. Da gibt es einen kurzen Moment, wo wir dann den Ball erobern können, vorher kommen und dann unseren Körper reinstellen können und dann eventuell den Ball gleich mitnehmen können oder halt auch dann, wenn der Weg nach innen gemacht wird, wir so haben, dass wir den Pass dann hier hinspielen können. Ja, also sobald sich der Gegner aufdreht, dass wir dann versuchen, den Ball zu erobern und wenn er mit dem Rücken zu uns steht, möglichst keinen Körperkontakt haben. Soweit zum individualtaktischen Verhalten des Außenverteidigers. Ich hoffe, es waren ein paar gute Informationen für euch dabei. Es würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like gebt für dieses Video. Abonniert meinen Channel, teilt meinen Channel mit euren Freunden, mit euren Sportskameraden, für alle, wo ihr denkt, die könnten davon profitieren. Vielen Dank. Ihr könnt mich auf Facebook finden unter Coach Monier. Den Link werde ich nochmal unten in den Kommentaren reinschreiben. Vielen Dank für eure Zeit und ich hoffe, bis zum nächsten Mal.